Autorin und Comedian Sarah Kuttner ist zusammen mit Kollegin Katrin Bauerfeind beim Podcast Hotel Matze von Matze Hielscher geladen. Dort trifft sie diese Aussage. Ich bin nicht Fan von Worten, die man nicht mehr sagen darf. Ich finde generell, dass man jedes Wort auf der Welt sagen sollen dürfte. Man muss natürlich aufpassen, um nicht aktiv Leute zu verletzen und zwar alleine bei sowas wie dem N-Wort. Ich finde das super wichtig, dass keiner mehr das... Ich weiß noch nicht einmal, ob ich es jetzt gerade sagen darf oder nicht. Und sie sagt es und das gleich mehrmals, denn die 43-Jährige bezieht sich weiter auf einen Podcast mit Jochen Schropp, in dem sie das besagte Wort als Zitat verwendet habe. Als Comedian sei es besonders schwer. Davon lebt eben auch Humor, unbequeme Sachen hochzupulen und irgendwie so zu benennen. Und das wird dieser Tage schwieriger und das finde ich schade. Und genauso unkritisch wie Sarah Kuttner über diskriminierende Sprache spricht, erscheint auch ihr Entschuldigungsvideo. Mache dieses Video erstens mit Sonnenbrille, weil ich aufgrund der Thematik ein bisschen verheult bin. Ich bin leicht zu überfordern. Und weil es mir ein bisschen peinlich ist und vielleicht ist es irgendwie auch ganz okay. Es ist ein Ausschnitt, in dem ich darüber geredet habe. Wie gesagt, ihr könnt es euch ja anhören, dass ich so Schwierigkeiten, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind, Schwierigkeiten damit habe, wenn Worte verboten werden. Weil ich das schwierig finde und es ging, um es gleich zu sagen, es ging um das N-Wort und ich habe das, ich glaube, ich war das als Beispiel rausgenommen, was vermutlich schon mal keine gute Wahl war. Dennoch fällt es mir eben an dem Beispiel so viel auf und eigentlich wollte ich mit den beiden tatsächlich nur darüber reden. Also ich hatte eher Fragen. Ich habe gesagt, ich weiß, ich finde das irgendwie schwierig, Worte zu verbieten, weil ich glaube, dass es dazu führt, dass Leute Angst kriegen und aus Angst entsteht, ich glaube, das habe ich in dem Podcast alles nicht mehr gesagt, auch ein Teil des Problems wahrscheinlich, und daraus immer unschöne Sachen entstehen. Ich bin super aufgeregt. Ihr seht, wie das Handy wackelt, weil ich es nur richtig machen will. Also wird es auch ein längeres Video. Darüber wollte ich reden, dass ich nicht weiß, ob das der richtige Umgang ist, weil es eigentlich keinen Sinn macht, ein Wort zu verbieten, weil ein Wort im Grunde wie ein Gedanke ist und irgendwie frei sein sollte. Natürlich sollte es aber zum Beispiel zu verbieten sein, das Wort aktiv zu benutzen, um jemanden zu benennen oder eine Gruppe zu benennen. All das sind Gedanken, die ich mir in diesem Podcast gerne machen wollte, zusammen mit Mats und Katrin. Und ich habe relativ schnell gemerkt, die beiden sind so, wow, 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 dünnes Eis. Und dann kam ich dazu nicht. Und dann war es alles irgendwie ein bisschen weird und stand dumm im Raum und ich stand dumm im Raum. Und ich glaube, es ist auf einer Ebene, die vielleicht andere anders sehen, aber die mir wichtig ist, wirklich eine Entschuldigung wert. Ich wollte nur vorher nochmal gesagt haben, dass ich zu keinem Zeitpunkt Böses im Hinterkopf habe. Ich habe so viel Mist erlebt, dass ich überhaupt niemandem mehr wehtun will. Natürlich macht man Sachen dauernd und ich denke oft lauter und schneller, als ich sollte. Das will ich nur noch mal klar haben, aber ich wollte sehr wohl darüber reden dürfen. Geht das? Kann man ein Wort verbieten? Wie könnte man es besser machen? Könnte man das vielleicht so benutzen, wie dass man die Polizei ja auch nicht mehr Bullen nennen darf oder irgendwas, ich weiß auch nicht, aber dass es quasi Strafe dafür gibt. Ich will, dass niemand das N-Wort hören muss und da kommt der Punkt, den ich falsch gemacht habe. Ich habe quasi, um einen Point zu proven, wahrscheinlich, ich hoffe, das war es nicht, aber irgendwie habe ich es dann einfach benutzt, weil ich dachte, guck, es ist nur ein Wort. Jeder weiß sowieso, was hinter dem N steht. Das macht gar nichts besser. Ich habe Angst, es macht Sachen schlechter und ja. Was immer ich da doof gemacht habe und wen immer ich ernsthaft wirklich damit verletzt habe, es tut mir wirklich leid. Es war zu keinem Zeitpunkt eine Absicht, aber ich möchte reden dürfen. Ich will wenigstens in Frage stellen dürfen. Ich will Sachen kapieren. Und das wollte ich da in diesem Moment. Und boy, das ist nicht gut gelungen. Viele ihrer Follower sind damit nicht zufrieden. Aktivistin Jasmina Kunke findet eine positive Seite an Sarah Kuttners Post. Was man ihr zugutehalten muss, sie hat sich umgehend geäußert und Stellung bezogen, was andere auch heute nicht tun oder getan haben.